Aber das ist ja immer zugeknickt. Was da? Wo ist Sache da? Was? Also genau. Ja, könnt ihr mich alle hören? Ja. Wenn du, ja, bist Fachmann, Staatsmann, Fachmann, Fachangestellter, hast du denn auch ein bisschen Ahnung davon? Bist du überhaupt für die Straßenbahn oder gegen die Straßenbahn? Natürlich bin ich für die Straßenbahn. Wenn ich mal so ein bisschen ehrlich bin, jetzt habt ihr mich ja damals schon abgeschafft, weil es gibt ja keine Schaffner mehr. Ne? Ist ja so, es gibt ja auch Betriebe, die das wieder einführen. Man kann ja über Sicherheit, Service und Sauberkeit natürlich was reden, aber darüber reden wir heute, glaube ich, nicht. Na gut, wenn der Kollege hier, der Schaffner, mein Belauter machen mit Herrn, alles so gut weiß, mit 1897 und 116? 116, ja. Dann rechne bitte mal um. Dann kannst du mir doch auch mal was erklären, oder was? Fangen wir doch mal an, ob du davon Ahnung hast. Testen wir einfach mal. Das sind sozusagen Pro-Argumente für den Erhalt der Straßenbahn. Hier steht, die Straßenbahn hat größere Platzkapazität. Das ist die Schiene. So eine Straßenbahn hat locker mal eben 60 bis 80 Sitzplätze, je nach Wagentyp. Und wenn man den Traktions nutzt, hat man sogar doppelte Anzahl, über 100 Sitzplätze. Das System China hat da seinen Vorteil. Ist da was dran? Wunderbar. Ja, dann fangen wir weiter an. Die Straßenbahn ist Zukunftsinvestition. Die steht in deiner Klamm. Ja, das war in der Zeit, als sie abgeschafft wurde, anders. Da ist sie überall gestorben. Heute kann man sagen, dass in der Welt wieder die Straßenbahn gebaut wird, dass es deutlich Zukunft ist. Schauen wir nach Frankreich, aber schauen wir auch in Deutschland. Es fängt wieder an, also es ist Zukunft. Hat der Mann Ahnung? Mann. Dann haben wir noch hier, was steht da drauf? Ah, die Straßenbahn muss bleiben. Da, das hast du ja schon gesagt. Die Straßenbahn wurde in vielen Gutachten bestätigt, wie nur viele Gutachten. Ja, das ist jetzt ganz spannend, finde ich. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir heute alle hier stehen. Es gibt deutliche, ausdrücklich deutliche, klare Gutachten zum Erhalt der Straßenbahn, zu einem vernünftigen Miteinander von Bus und Bahn. Und scheinbar ist man sich immer noch nicht sicher. Man will nochmal wieder fragen. Und das ist das, wo wir ja auch heute hier sagen, warum wir heute hier stehen, warum ich auferstanden bin aus der damaligen Zeit, warum jetzt nochmal fragen. Okay, seid ihr mir einverstanden? Ja, dann, der Mann weiß alles. Gehen wir mal hier vorne hin. Wir gehen einfach mal wahllos hier zu Laura. Laura, die Straßenbahn entlastet die Straße. Soll so sein. Da gibt es so schöne Bilder. Beim VDV haben wir das mal gesehen. Da nimmt man einen Bus und stellt entsprechend Autos daneben. Und dann kann man sehen, wie blass das ist. Und wenn man dann nochmal eine Straßenbahn nimmt und die Autos nimmt, und man setzt da auch vier Menschen rein, dann brauchen sie für eine Straßenbahn hier, wenn sie gut besetzt ist, mit Traktion, fast diesen Parkplatz hier, wo wir jetzt gerade auf dem Rathausplatz stehen. Der Mann hat Ahnung, muss ich wirklich sagen. Oder was meint ihr? Weitermachen? Jo, jo. Fangen wir doch mal hier an. Da haben wir nochmal. Die Straße ist im NRW-ÖPNV-Gesetz. NRW-ÖPNV-Gesetz ausdrücklich vorzuziehen. Was heißt das? Das ist ganz einfach. Das Schwarze sind die Buchstaben. In der heutigen Welt, nach meiner Zeit, es gibt so ein Internet, glaube ich, kann jeder reingucken. Wer ein bisschen sucht und liest, sieht das, dass es dort im ÖPNV-Gesetz so steht. Also merke, das Schwarze sind die Buchstaben. Wunderbar, Applaus. Ja, die Straßenbahn ist bereits eine. Was? Die Straßenbahn hat bereits eine Werkstatt und neue Schienen hier in Mülheim. Ich dachte, wäre alles alt. Ja, das oute ich mich, dass ich eigentlich ein Werkstattarbeiter bin hier bei der Straßenbahn in Essen. Und da sind wir teilweise neidisch jetzt, wie Mülheim eine schöne neue Straßenbahn bekommen hat, eine schöne neue Straßenbahnwerkstatt bekommen hat. Also da ist reichlich investiert worden, war auch nötig. Sieht richtig schön aus. Des Weiteren haben wir auch jetzt in Mülheim hier mehrere Strecken. Gar nicht weit. Diese Richtung, wie ich zeige, die Kreuzung komplett neu und auch viele Strecken, Friedrich-Ebert-Straße und so weiter. Das heißt, hier ist richtig was getan worden. Wir sind aus unserer Sicht auf dem halben Weg, das Netz wieder aufzubauen, nachdem jahrelang nichts gemacht wurde. Und jetzt dann zu sagen, stillzulegen. Entschuldigung, das gehört sich nicht. Wenn ihr jetzt den Trillerpfeifer hättet, würde ihr pfeifen müssen, ne? Weil eine Schweinerei, wenn mir Steuergeld abgeben würde. Würde, sag ich, ne? Ja, sehr gut. Nochmal? Hey, hey, hey.
Straßenbahn in Tours neu eröffnet und hier, aber da ist ja Partnerstadt, habt ihr doch irgendwie hier, ne? Was ist denn damit gemeint? Ja, das ist die Partnerstadt und tatsächlich, die wird jetzt dieses Jahr, also nächstes Jahr spätestens eröffnet. Genau weiß ich das gerade nicht. Hier müsste jemand sein mit dem Straßenbahnmagazin, wo es genau drin steht, haben wir gerade gesehen. Frankreich hat ganz viel Straßenbahn neu gebaut, ganz neu von Null angefangen und ich glaube, ich habe da gerade gelesen, hier ist das Magazin, der Kollege ist ja nett. Assistent hier noch? Ja, 450 Millionen kostet es, um neu anzufangen. Es kostet hier wahrscheinlich deutlich weniger, sie zu erhalten. So, Applaus erstmal nochmal wieder zwischendurch. Klasse! So, da kommen wir gleich nochmal zu. Die Straßenbahn hat mehr Komfort als für Fahrgäste, also mehr Komfort für Fahrgäste wollen die haben. Stimmt das? Mache ich jetzt ganz kurz. Stellen Sie sich vor, Citaro Gelenkbus, ziemlich gut besetzt und Sie lesen eine Zeitung. Sitzen auf der Achse. Gucken, wenn Sie gute Augen und gute Gleitsichtbrille haben, können Sie lesen. Machen Sie das in der Straßenbahn und Sie können bequem lesen. Und wenn die Straßenbahn mal stark bremst, musste ich mich als Schaffner immer festhalten. Aber dann war das immer eine Bewegung nach vorne oder nach hinten. Im Bus kommen noch andere Bewegungen dazu, die Sie zum Festhalten zwingen. Deswegen bin ich der Meinung, die Straßenbahn ist deutlich komfortabler. Wunderbar, danke. So, dann haben wir hier nochmal, die Straßenbahn muss vernetzt bleiben. Hört ja wie Internet, vernetzt bleiben. Ja, das sind Netzstrukturen und das passt zu dem Thema, wer uns heute hier wohl da drin, Sie, wenn Sie denn da gleich reingehen sollten, eine Karte haben, wer Sie da heute berät. Da kommt nämlich zum Beispiel jemand aus Hagen, der hier wohl deutlich für den Bus, ist ja auch in Ordnung, der eine berichtet Bus, der andere berichtet Bahn aus Kassel, die Bahn. Und hier wird halt unterstellt, auch Hagen hat eine andere Struktur zum Beispiel als Mülheim. Mülheim, das ist der krasse Gegensatz in dem Fall auch zu Hagen. Mülheim ist vernetzt. Um Mülheim drumherum sind alles jeweils auch wieder Großstädte. Und es gibt dort Straßenbahnstrecken, die halt rübergehen, ja, Gemeinschaftslinien. Und wenn wir das jetzt hier wegmachen, dann haben wir Netzrisse, Netzlücken. Und wenn wir unseren Verkehrsminister richtig verstanden haben, will man das eigentlich nicht. Danke, Christian. So, jetzt kommen wir schon bald, weil wir haben ein paar Argumente. Oh, oh, oh. Die Straßenbahn ist emissionsarm. Hat aber mit Strom zu tun? Ja, das ist was, was heute rauskommt. Ne? Also mittlerweile sind die Busse ja wirklich umweltfreundlich. Müssen wir mal ehrlich und fair sein, das ist ja so. Wir wissen aber auch, Energiewende, es ist immer einfacher und immer besser, jetzt Strom zu erzeugen, elektrische Spannung herzustellen. Das heißt, das Thema Elektromobilität bekommt eine neue Dimension. Und wir bei Verdi und wir im Unternehmen sind der Meinung, dass Elektromobilität mit dem Schienenverkehr, mit einer Fahrleitung deutlich besser und einfacher ist und Kapazitätsverbesser auch in dem Fall ist, als der Bus. Der Bus tut sich mit dieser Energieform noch deutlich sehr schwer. Eine Frage der Speicherelemente. Siehe, der neue Hybridbus ist sicherlich ruhig, ist sicherlich auch flott, aber braucht immer noch relativ viel Saft. Hört sich alles gut an. Bis dahin einmal danke. So, dann können wir weiter. Die Straßenbahn ist eine sichtbare Lebensader. Uiuiuiui. Wird es medizinisch? Nein. Ganz einfach, guckt euch um, dreht euch dahin, da ist ein Mast, da hängt der Fahrrad. Das ist nicht immer schön, sind wir ehrlich, aber man sieht, da muss irgendwas fahren. Das heißt, so eine Achse, so eine Schiene und auch so ein Fahrrad zeigt, hier ist Verkehr, man muss nach links oder rechts gucken, wo ist denn die Haltestelle. Und es hat auch was mit Großstadt zu tun. Schiene und Fahrleitung und ein solches Fahrzeug ist das Symbol für Großstadt und für Lebensader. Wunderbar, danke, danke. Ja, wir können ruhig applaudieren, das war toll. Das waren schon ganz tolle Beiträge. Ja, dann haben wir noch hier, ich guck mal gerade. Oh, ja. Das kommt gleich. Jetzt fangen wir mal an. Ja, Lebensader haben wir, okay, eine Großstadt. So, da steht jetzt, die Straßenbahn abzuschaffen bedeutet Rückbaukosten in Millionenhöhe. Hat ja was mit Sicherheit zu tun. Stell dir mal, ich habe es schon erlebt, leider, ich bin mit dem Fahrrad in die Schiene gekommen und hingefallen. Das muss man dulden, wenn eine Straßenbahn fährt. Wird sie stillgelegt, müssen die Schienen und der Fahrleitung ausgebaut werden. Es muss getan werden, sie darf nicht. Das kostet alles Geld. Das kostet Menschen, die es tun. Und wenn wir richtig informiert sind bei Verdi, sind es etwa 50 Millionen, die in etwa in Mülheim aufzuwenden sind, nur um alles auszubauen. Danke. So, da haben wir noch weitere Argumente, die dafür sprechen, das so zu belassen.
Die Straßenbahn abzuschaffen bedeutet, dass aus für wir, also die Gemeinschaftsverkehrsgemeinschaft hier in Duisburg, Essen und Mülheim, da steht jetzt ein Fragezeichen hinter, weil wir können ja nicht mehr ausstellen. Aber wenn die Straßenbahn, dachte ich jetzt mal, ich mach mal vorweg, nicht mehr hier wäre in Mülheim, wie will man dann verbinden? Essen mit Duisburg oder umgekehrt? Das passt nicht, oder? Das ist richtig. Wir hatten auch so noch so seine Anfangsschwierigkeit, das gehört zu solchen Prozessen sicherlich dazu. Aber stellen wir uns bitte vor, in Mülheim würde die Straßenbahn stillgelegt und WIA hat dann noch rechtsbündig Essen, linksbündig Duisburg. Das Netz ist zerstritten. Hier in der Mitte entsteht ein gegebenenfalls reiner Busverkehr. Das hätte dann zur Konsequenz, dass die Unternehmensstruktur unter anderen Voraussetzungen sich weitergibt, wie sie angetreten ist. Und deswegen sagen wir auch, kann das bedeuten, dass hier, stellen wir uns vor, dieser Busverkehr auch noch privatisiert würde. Und das ist ein ganz anderes Thema dann, inwiefern so ein Unternehmen noch bereit ist, sich in so einen Unternehmensverbund, der kommunal ausgerichtet ist, einzusetzen. Ihr redet hier mit die Daumen hoch, aber hier der Daumen runter. Also ihr darf immer getrillert werden. Das mal richtig auch applaudiert werden, also als Protest. Ja, hört sich ganz gut an. So, dann kommen wir weiter. Die Straßenbahn abzuschaffen bedeutet, bis zu 250 Millionen Euro sofort Rückzahlung. Oh. Das ist ja der Krimi, der in der Zeitung ist schön zu verfolgen war, dass das Düsseldorf wohl sagt, wir haben euch da Geld für gegeben und wenn ihr das nicht mehr nutzt, muss es zurück. Und es gibt ja diesen Running Gag beim 5. Bier, der da laut ist, dann zahlen nicht Sie, dann zahlen nicht wir, dann zahlt der Steuerzahler. Mehr sage ich dazu nicht. Oh, danke. So. Darf ich? Ihr dürft alle applaudieren. Der Mann ist ein Fachmann. Dann weiter, die Straßenbahn abzuschaffen bedeutet trotzdem Instandhaltungskosten für die Tunnelanlagen. Wie muss ich das verstehen? Da kennt man so, wo geht gut mit aus, Bergschäden und so weiter. Das heißt, der Bergbau muss das ja auch machen. Wenn da also Beton im Tunnel und liegt, selbst eine Verfüllung kostet natürlich investiert viel Geld. Da haben wir mal unsere Ingenieure zu befragen. Aber selbst die Reste von Betonfragmenten und so weiter verursachen dauerhaft einen Schaden für die Oberfläche. Das heißt, eine bestimmte Grundinstandsetzung muss immer weiter zumindest am Beton durchgeführt werden. Nicht so wie im Bergbau, dass man da pumpen muss und hier liegt die U-Bahn ja nicht. Aber immerhin weitere Restarbeiten sind auch bei einer stilllegenden U-Bahn dauerhaft zu berücksichtigen. Dankeschön. Dann haben wir noch was gegen etwas hier vergessen? Nee. Haben wir einen Tag vergessen hier? Nicht der Fall. Und dann zum Schluss, die Straßenbahn muss bleiben. Nein, der Meinung? Ja. Christian, erstmal danke. War das in Ordnung? Christian, hast du noch irgendetwas vergessen? Ja, ich mache mich jetzt frei. Leg dir doch an. Keine Panik, ich mache mich jetzt frei. Ich bin in der Zeit und ich stehe dazu, dass wir hier so stehen. Ich habe nicht ein schickes blaues Hemd drunter, ich stehe auch voll dahinter. Ich betone nochmal, es geht heute um Sachlichkeit. Wir haben vorher besprochen, dass ich ausschließlich ein bisschen polemisch wurde. Das bitte ich jetzt dann auch zu verzeihen. Ansonsten die reinen Sachargumente, 16 an der Zahl. Es gibt bestimmt noch 100 weitere, gegebenenfalls die Straßenbahn hier zu erhalten. Aber immer in einer vernünftigen Verbindung mit dem Bus. Es ist das Thema Parallelverkehr und man muss sich auch fragen, warum fragt ihr eigentlich ganz provokant keiner, warum wird der Bus nicht stilllegen? Genauso Blödsinn. Sondern die Mischung aus beiden. Und wenn man weiß, dass in der Oberfläche auf der Ruhr mehr oben mitfahren als unten, dann stimmt hier was nicht. Und das muss vernünftig mit unserem Geld umgegangen werden und vernünftig mit dem System Verkehr. Und der Bus und die Straßenbahn können sich in Mülheim mit dem hier im Ruhrgebiet bestens ergänzen. Dankeschön. Ja. Christian, soweit so gut. Ich würde noch mal vorschlagen, wir fragen auch noch mal Dieter hier vom DGB, weil der Dieter ist ja, sagen wir mal, beim DGB, aber irgendwie sind ja alle Gewerkschaften im DGB. Und Dieter, die Frage wäre, die Argumente, die du gehört hast, sind die nach deiner Ansicht zutreffend, sind auf dem richtigen Weg, so argumentativ vorzugehen? Also was auf jeden Fall richtig ist, argumentativ dran zu bleiben. Auseinandersetzen gar nichts. Ich glaube, argumentativ haben wir heute eine ganze Menge Dinge gehört, die sicherlich dafür sprechen, die Straßenbahn auch zu erhalten. Ich komme aus Essen und in Essen gibt es einen Kämmerer, der hat ähnliche Überlegungen. In Essen gibt es keine Einnahmen mehr der LWE-Aktien,
Also überlegt man da auch mal eben Straßenbahn stillzulegen. Also wenn das die Zukunft der Kämmerer im Ruhrgebiet ist, ne, sobald der Geldhahn zugedreht wird, die Straßenbahn stilllegen zu wollen, Herr Postmeister. Also ich finde, die Argumente waren sehr gut, die heute gekommen sind. Ich finde, damit muss das Bündnis weiter auf die Straße gehen und auch die nächsten Monate vertrommeln. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freunde, die Frage ist, wie wir weiter vorgestellt haben, wir erstmal Ruhe. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt noch hier. Was mir nochmal wichtig wäre, ich hoffe, dass ich es vergessen habe, ihr seht ja hier, rettet die Müllheimer Straßenbahn. Wir bleiben am Ball, das versprechen wir euch. Wir haben einen Aktionskreis, der bleibt hier am Ball bis zum 25. Mai 2014, weil wir an dem Tag die Kommunalwahl haben. Und wir werden keine Ruhe geben, wenn die Pläne aus den Köpfen nicht rauskommen, weil die Straßenbahn ist unsere und die bleibt hier in Mülheim. Und ich sage auch mal dabei, es betrifft ja nicht nur Mülheim, die ganzen Kollegen hier vom Betriebsrat, der Storak auch, es betrifft ja auch die 112 nach Oberhausen, es betrifft auch die U18 nach Essen, also hier sind wir vernetzt und das darf nicht kaputt gemacht werden. Man kann das kaputt sparen und wir haben ja gehört, das wäre eine Katastrophe, wenn man das hier platt machen würde. Das geht überhaupt gar nicht. Und Bangemann gilt nicht, wir kämpfen, wir bleiben am Ball. Und unsere Bitte ist auch noch, wir machen am 25. Oktober wieder einen Infostand hier in der Stadtmitte vor dem Forum. Und alle, die dort Zeit und Lust haben, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr können mitmachen. Wichtig ist auch, wir haben die T-Shirts, wir haben noch welche, könnt ihr welche mitnehmen. Wenn ihr gleich reingeht, zieht ihr euch an, das dürft ihr machen, zwar keine Plakate, aber das kann ja keiner wissen, was für Kleidungsstücke man dann hat, ob der C&A draufsteht oder eben, die Müllheimer Straßenbahn, ich war ein wichtiges Argument. Wichtig ist noch, wir stehen auf Internet, wir stehen auf Facebook, macht alle mit, haltet zusammen und ich kann euch sagen, so schön, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat daran verloren. In dem Sinne, lasst uns weitermachen. Ich würde jetzt vielleicht vorschlagen, erstmal Dankeschön an alle, die hier vorne mitgemacht haben. Ich würde jetzt noch gerne sehen, wenn wir noch ein Foto machen würden, wenn wir noch dahinter uns stellen, hier sind, wenn ihr wollt. Weil ich glaube schon, dass der Tag heute Geschichte schreibt und vor allem, wir müssen mit den Argumenten am Ball bleiben. Lasst euch nicht die Argumente aus den Händen nehmen. Ja, warte nicht. Ich hätte auch immer Ratung nicht der Mutter. Ja, mach mal ein Foto so und ein Foto so. Einverstanden? Weil, ja? Weil, wir machen ein Foto so und ein Foto dann umgekehrt. So, wer jetzt Lust hat, noch dabei sich zu stellen, der kommt da hoch und die anderen unten. Ansonsten lassen wir mal 17 Uhr zu uns zukommen. Und ansonsten sage ich mal herzlichen Dank fürs Kommen. Wir wählen dann auch hiermit die Aktion. Und wir machen weiter. Und sagt an eure Nachbarn, sagt an euren Kollegen, Freunden, es ist wichtig, die Straßenbahn ist unsere, die bleibt hier in Mülheim, wir lassen sie nicht auf die Hände nehmen. Danke nochmal. So, ich habe nochmal hier auch nochmal ein Foto, das ich gerne haben. Panorama. Ja, vielleicht nochmal mit hier auch nochmal. Ich habe am Zettel stehen, für euch vorbereitet. Dann könnt ihr auch in der Welt rausfragen. Ich hole ihn mal aus dem Auto raus. Für Laura, also die Laura ist ja da. Ich hole ihn mal aus dem Auto. Ja genau, ihr wollt alle nochmal nach oben gehen. Hier ist Adler von der Via. Und gut, der Herr hier. Herzlich willkommen. Gerade trifft er, glaube ich, ne, damit auch die Menschen, die Politiker, die an den Gartenhaken reingehen, auch eben damit konfrontiert werden. Also immer wieder den Spiegel vorhalten, ist wichtig. Weil wir wissen ja, Not macht erfinderisch, aber nicht auf Kosten der Lernanforderungen, nicht auf Kosten zu nehmen, einmal mit der Delegation der Forscher, sondern man kann es überreichen. Und wir werden jeden Monat irgendeine Aktion machen, bis Monat Mai
2014 werden das Thema nicht mehr auf den Augen lassen. Wir sagen auch während den Anfängen, weil wenn man hier das macht, dann kann der weiter von auch anderen Bereichen der Stadt hier Eigenbetriebe, andere Schweinereien ebenso machen will. Und da müssen wir einfach Schutzschild vorhalten und uns dagegen wehren. Laura, die sind aber mal draußen. Ne? Ja, da ja, aber er sagt, die wollen auch in Ordnung wieder. Aber das ist ja immer zu betrieben. Mein Informationsstand gibt hier Nebenräume, da werden auch Live-Übertragungen vorgenommen. Das heißt, ihr könnt dort auch gucken. Ohnehin haben wir ohnehin ja kein Rederecht, leider, sondern nur Ratsmitglieder können Fragen stellen. Wobei, ich muss mal so sagen, ich sehe das persönlich ohnehin als Alibi-Veranstaltung, das ist das Feigenblatt, um Argumente zu haben, die gibt es aber gar nicht, zu sagen, jetzt haben wir, schlagen wir zu, um das hier platt zu machen. Aber wie gesagt, da müssen wir kämpfen. Ich habe gerade mit der Polizei vereinbart, dass wir gleich so in 5 Minuten die Plakate vielleicht im Auto reinlegen und ich würde dann offiziell auch beenden. Das muss man so formal machen. Und ich sage jetzt schon mal auch an die Polizei herzlichen Dank. War ein gutes Miteinander, ist ja auch wichtig dabei, weil man dann ja beruhigt eine Demo durchführen kann. Und wie gesagt, wir kommen auf jeden Fall wieder. Nur wichtig wäre, beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen mehr sein. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wir wissen ja auch, viele konsumieren in den Medien, dass sich vor Ort nicht mehr sehen. Das ist überall so. Aber es ist wichtig, Gewicht zeigen, Flagge zeigen, so wie hier, auf die Straße gehen. Und ich glaube, wenn wir massenhaft bewegen können, dann müssen wir daran arbeiten, dann können wir auch die Politiker bewegen, können wir Druck machen, um das zu verhindern, was hier für Schweinereien am Tisch liegt.